Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier sein dürfen und euch ein bisschen was zum Thema Drohnenfotografie und Drohnenaufnahmen erzählen können, beziehungsweise erzählen wird das eigentlich eher der Raimund. Ich bin mehr oder weniger nur derjenige, der ihm netterweise ein paar Fragen aufs Auge gedrückt hat. Ich bin Holger Plickert, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland, bin dort Projektmanager für Kultur und Community und wir beide haben schon eine ganze Menge lustiger Sachen zusammen gemacht, aber das kann euch am besten der Raimund gleich selber erzählen. Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor und erzählst mal, wie du zu der ganzen Sache gekommen bist. Ja, hallo Holger, schön, dass ich heute mit dir das machen darf für den RC3. Mein Name ist Raimund. In der Wikipedia kennt man mich als Raymond. Bin Wikipedianer seit 2003 und hier in Köln betreibe ich unter anderem auch das Lokal K, einen Community-Stützpunkt mit, wo wir auch eine Drohne haben, aber das kommt nachher. Ja, schön. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mit einer Drohne zu fliegen? Wie macht man sowas? Weihnachtsbaum oder da lag da sowas drunter oder wie ist es dazu gekommen? Nee, ehrlich gesagt, ich fotografiere schon Ewigkeiten. Das heißt, Fotos sind mir nun wirklich nicht fremd. Und vor, wie viele Jahren, 4, 5 Jahren jetzt, glaube ich, hatte mein Kollege Achim, der hier auch in Köln im Lokal K mit aktiv ist, einfach die Idee, lass uns doch mal eine Drohne beantragen bei Wikimedia Deutschland. So, und das haben wir dann gemacht und dann hat sich ein Drohnenteam gefunden, das eben aus mir besteht, aus Elia, aus Superbass und auch mit so Achim dann auch, wo wir dann gesagt haben, okay, wir fliegen mit der Drohne hier in Köln und Umgebung. Fliegen, das ist schon das gute Stichwort. Was muss ich denn beachten, wenn ich sowas tun möchte? Wie kann ich da auch vielleicht mitmachen? Kannst du dazu irgendwas sagen? Also, es gibt eine Menge zu beachten, einfach drauf losfliegen geht. Klammer leider oder Klammer zum Glück nicht. Man braucht auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung. Da muss man die Aufstiegsgenehmigung jeweils beantragen. Komplett hier aufzuführen wäre für heute leider zu lang. Man muss sich also schon um einiges kümmern, insbesondere wenn man in der Stadt fliegt. Auf dem platten Land ist es etwas einfacher. Da muss man nicht ganz so viel beachten, aber eher in der Innenstadt. In der Großstadt mit Flughafen drumherum ist es schon immer wieder eine Herausforderung, die Fluggenehmigung zu bekommen, sagen wir es so. Ja, mitmachen, wie gesagt, die Drohne steht im Lokal K. Man kann sich, wer hier in Köln oder Umgebung wohnt, sich dafür interessiert, natürlich auch zu uns kommen. Corona-bedingt haben wir leider geschlossen, wie so vieles, aber mit einer Einweisung und so weiter. Kann man natürlich gerne bei uns mitmachen. Die Drohne hat noch Luft nach oben. In der Nutzung meine ich. Luft nach oben ist gut. Welche Technik braucht man denn überhaupt, um so eine Fluggeschichte zu machen? Einfach nur die Drohne oder brauche ich da vielleicht auch noch mehr zu? Eigentlich nur die Drohne. Wir haben eine DJI Mavic 2 Pro. Es gibt auch die DJI Mini und andere Hersteller. Also ich will jetzt da keinen bevorzugen, aber die haben wir damals gekauft. Und nee, ansonsten nicht. Die Bilder kann man sich von der Drohne runterziehen, dann hochladen. Ich bearbeite sie immer noch vorher, aber ansonsten braucht man keine Technik. Ach so, doch, ein eigenes Handy noch. Entschuldigung, um den Controller damit zu verbinden. Das schon. Ansonsten eigentlich nicht. Und natürlich viel Und ein Geduld und bisschen Fingerspitzengefühl. Fertigkeiten, wie man sie von der Spielekonsole wahrscheinlich kennt, oder? Ja, Zum genau. Steuern. Ja, genau. Also, das schadet definitiv nicht. Und Übung, Übung, Übung Okay. auf dem platten Land, auf dem Feld, schadet auch nicht, wenn man anfangen möchte, statt sofort am Kölner Dom, was verboten ist. Aber ja. Du hast ja erzählt, dass ihr mit mehreren Menschen vor Ort seid, im Lokal K und auch die Drohne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, praktisch auch zum Inventar gehört. Das Ganze irgendwie von Wikimedia Deutschland euch zur Verfügung gestellt wurde. Wie funktioniert das praktisch? Warum machen die das eigentlich? Und siehst du einen gewissen Mehrwert natürlich dann auch darin, Drohnenfotos zu machen? Oder ist das einfach nur Hobbyismus, den ihr da alle sozusagen betreibt? Ja, im Endeffekt ist es für uns natürlich schon ein Hobby. Wir machen es ehrenamtlich, wir laden Fotos ehrenamtlich hoch, was auch immer für Fotos, schreiben Artikel ehrenamtlich. So, Wikimedia Deutschland stellt uns die Technik zur Verfügung,
weil sie halt Spendengelder bekommen hat von vielen Leuten, die zusehen. Und die Spendengelder möglichst sinnstiftend natürlich auch nutzen möchte. Das heißt, wenn Wikimedia Deutschland uns eine Drohne bezahlt, ist falsch, die wurde von Wikimedia Deutschland gekauft, auf uns zur Verfügung stellt, dann erwartet Wikimedia Deutschland natürlich, dass wir die nutzen und die Bilder dann auch unter freier Lizenz nach Creative Commons, unter Creative Commons Lizenz nach Wikimedia Commons hochladen. So ist einfach gewährleistet, dass jeder die Bilder auch nutzen kann, egal zu welchem Zweck. Das heißt, wir machen es nicht aus Eigennutz, sondern ja, Altruismus beziehungsweise für die Allmende, für die Commons-Allmende. Das ist die Idee, die dahinter steht, dass Wikimedia Deutschland uns unterstützt. Wie gesagt, nicht mit Geld, nicht mit Gehältern, aber mit Technik und auch Versicherung, die damit verbunden ist, uns zur Verfügung stellt. Du hast von einer freien Lizenz gesprochen. Das heißt also, alle Bilder, die wir nachher dann auch noch sehen werden, sind sozusagen auch für alle frei verfügbar und stehen auch schon im Netz. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Völlig richtig, ja. Also wir laden die Bilder, die wir machen, vielleicht nicht jedes Bild, aber die gute, wir treffen eine Auswahl, die laden wir nach Wikimedia Commons hoch, sodass sie wirklich jeder unter Einhaltung der Lizenzbedingungen nutzen kann. Das ist richtig. Okay, super. Dann glaube ich, starten wir jetzt einfach vor allen Dingen mal. Du hast uns ja viele tolle Aufnahmen auch mitgebracht. Die wollen wir natürlich auch sehen. Und du kannst bestimmt auch ganz kurz irgendwie sagen, was da speziell an den Bildern war, warum du sie vielleicht auch ausgesucht hast. Ja. Und vielleicht auch, welche Herausforderungen euch dabei wirklich tatsächlich auch im Wege standen oder vielleicht auch spannenderweise dabei waren. Insofern, lass uns einfach jetzt gerne mal in die wunderbare Bildershow starten. Ich freue mich drauf. So, ich gebe mal den Bildschirm frei. So, das sind wir schon. Ich habe eine kleine Auswahl bereitgestellt an Fotos. Der Link, den werden wir mit Sicherheit irgendwo bereitstellen. Der bleibt. Ich gehe mal in den Präsentationsmodus. Guck mal. Sieht man das Bild, Räuber? Wunderbar, ja. Wunderbar. Ja, das ist eigentlich mein Highlight von diesem Jahr, dass ich trotz Corona oder wegen Corona, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, dass es geklappt hat, Kölner und Leute aus der Umgebung kennen es vermutlich. Das Flügelauto von dem Künstler H.A. Schuld steht auf dem Turm des Stadtmuseums, Zeughauses genau genommen. Und wir haben schon eine langjährige Kooperation mit dem Stadtmuseum, was Fotos betrifft. Und hier hatte ich angefragt, dürfen wir das Stadtmuseum, das Zeughaus aus der Luft fotografieren? Und dann stand die Frage im Raum, bekommen wir eine Freigabe vom Künstler unter freier Lizenz? Und das hat erstaunlich, erfreulicherweise sehr schnell geklappt. Wir haben das hier aus einer anderen Perspektive von Frau Schuld genehmigt bekommen, dass wir das eben auch aus der Luft fotografieren und unter freier Lizenz veröffentlichen dürfen. Hier sieht man schön den Blick Richtung Kölner Dom. Hier war die Herausforderung, dass ich glaube, insgesamt 4 verschiedene Genehmigungen brauchte. Einmal vom Stadtmuseum, dann vom Ordnungsamt, dann von der Bezirksregierung, weil die nebenan ihre Büros haben, und von der Flugsicherung für Höhenaufnahmen. Was man hier nicht, das Auto ist nicht so hoch, aber ich habe noch höhere Aufnahmen gemacht, die man dann in der Kategorie noch sieht. Also das war wirklich mein persönliches Highlight des Jahres. Hier sehen wir das. Fußball, ja. Ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber die Genehmigung für die Fotografie des Rheinenergiestadions, wo der 1. FC Köln spielt, habe ich mir im Sommer oder im Frühjahr auch geholt. War insofern einfach, sage ich mal, weil keine Spiele stattfanden. Kein Training, kein nichts. Fußball war ausgesetzt. Das Stadion steht leer, stand zu der Zeit leer. Heute ist es, glaube ich, nicht viel anders. Das heißt, ich konnte dort fliegen mit Genehmigung der Stadt. Vom Stadionbetreiber. Hier eine andere Perspektive. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht kommt noch am Ende noch ein Panoramafoto. Ja, also das waren jetzt keine großen technischen Herausforderungen, aber einfach mal, ach so, doch eine schon. Fußballstadion oder Stadien allgemein sind in der Drohne gesperrt zum Befliegen. Man muss wirklich eine Genehmigung vorweisen und die dann beim Drohnenhersteller einreichen, damit der Freischaltung erteilt für die Befliegung des Stadions. Das hatte ich vorher auch noch nicht gehabt.
Ja, das Stadion nochmal ist Das heißt, es gibt was. sozusagen eine technische Blockade in der Drohne. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, genau. Geofencing nennt sich das. Die Drohne sperrt oder vom Hersteller sind in Absprache, ich weiß gar nicht, in welchem Amt, bestimmte Bereiche gesperrt, Flughafen zum Beispiel, Stadien, wo man einfach ja gut Störungen des Flugverkehrs befürchtet, aber auch, man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn ein paar Drohnen mitten im vollbesetzten Stadion rumfliegen. Abgesehen von Terrorgefahr gibt es auch genug andere Gefahren. Das will man einfach vermeiden. So, ich springe jetzt weiter ins Jahr. Wir sind letzte Woche am Freitag. Seit Mittwoch gilt der harte Lockdown in Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann dokumentiere mal den harten Lockdown. Normalerweise haben wir zu der Zeit Weihnachtsmärkte hier rund um den Dom. Wir haben Tausende von Passanten, die einkaufen. Auch weiter nachmittags vor dem vierten Advent wäre die Stadt rappelvoll. Die Busse wären aus ganz Europa nach Köln gekommen und hätten die Kauf- und Schaulustigen reingekarrt. Jetzt ist nichts los. Ein paar Menschen, die irgendwas in der Stadt noch zu tun haben, ansonsten tote Hose. Kein Weihnachtsmarkt, gar nichts. Und ihr glaubt, ich habe den Dom beflogen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich nur über dem Wallraffplatz mit Genehmigung der Stadt aufgehalten, aber keine Dombefliegung gemacht. Weil das ist noch eine Nummer schärfer. Also da möchte ich es mir mit dem lieben Gott gewissermaßen nicht versauen. Ein Blick in die Hohe Straße, kennt vielleicht der eine oder andere. Hohe Straße ist die meistfrequentierteste Einkaufsstraße Deutschlands. Außer zwei, drei Passanten und etwas Weihnachtsbeleuchtung sieht man nicht. Lockdown. Ich mache diese Fotos eben auch zur Dokumentation von Corona, der Auswirkungen von Corona, um einfach für die Nachwelt so festzuhalten, was war eigentlich gewesen. Ich habe auch im Frühjahr Fotos gemacht von der Straßenebene her. Alter Markt, auch normalerweise brechend voll, Weihnachtsmarkt, Passanten, Menschen, tote Hose in Köln. Corona im Frühjahr, der Nila Hafen, technisch keine große Herausforderung, aber trotzdem interessant, weil hier liegen noch knapp 30 Flusskreuzfahrtschiffe im Hafen fest, im Winterlager, weil sie nicht fahren dürfen. Corona bedingt keine touristischen Aktivitäten. Auch das ist Dokumentation. Bin rüber zum Mülheimer Hafen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern einfach vom Rheinpark aus mit Genehmigung der Stadt Mülheimer Hafen fotografiert. Einfach für Wikipedia, einfach so. Und auch hier Industriegeschichte, alte Industrieanlagen, die stillstehen, die leer sind von Künstlerinitiativen, wohnt aktuell ein heißes Thema in Köln, aber führt heute zu weit. Auch das Dokumentation. Dokumentation Bahnhof Köln-Deutz mit oben links den Neubauten am Messegelände. Hier die Besonderheit, wir haben seit April eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung zum Flug über den Bahngleisen, über den Flüssen zum Beispiel, sodass ich hier am Bahnhof fliegen konnte, ohne die Mindestabstände einzuhalten. Was sonst eigentlich gar nicht geht, wenn ich das so richtig verstanden Das habe, ist ne? richtig. Man muss als normaler Drohnenflieger 100 Meter Abstand zur Bahn halten, in alle Richtungen hin, 100 Meter Abstand zur Autobahn. Klammer auf, Autobahn haben wir keine Genehmigung für. 100 Meter Abstand zu Bundeswasserstraßen und. So. Ja, jetzt bin ich aber schon weitergesprungen. Eigentlich in 2018, Holger, korrigiere mich. Oder 19, weiß Ja. gar nicht genau. 18, ne? 18. Der Archäologische Park Zankten haben wir eine wunderbare GLAM-Kooperation gehabt, die auch von Holger begleitet wurde, indem wir eine Schreibwerkstatt gemacht haben. Und der Sebastian Held von der Presseabteilung des APX hat uns vor und nach dem Besucher, nee, nach dem Andrang der Besucher den Park noch offen gehalten, damit wir mit der Drohne ohne Besucher zu gefährden den Park fotografieren konnten aus der Luft.
Museen sind oder Glam-Institutionen sind oft auch sehr froh, dass sie Bilder von uns erhalten, weil sie stehen, ich sagte schon, und für jedermann zur Verfügung, frei zur Verwendung, eben auch von den Glam-Institutionen. Wir haben viel mehr Bilder, das soll jetzt nur ein kurzer Ausschnitt sein. Also diese Glam-Kooperationen finde ich immer wieder sehr spannend. Es sind viele Schreiberlinge bei uns dabei, aber eben auch Fotografen und Drohnenpiloten. Also ich finde immer einen sehr intensiven Austausch, aber auch der Output finde ich immer wieder beeindruckend. Hier springe ich rüber nach letztes Jahr, Schloss Babelsberg in Potsdam. Hier hatten wir auch ganz viel Arbeit im Vorfeld. Holger hatte viel Arbeit im Vorfeld, denn die SBSG als Betreiber oder als Eigentümer hier vom Schloss Babelsberg und anderen hatte uns erstmalig überhaupt eine Genehmigung erteilt, hier zu fliegen. Und im Hintergrund sieht man das Wannsee und Kliniker Brücke. Also auch, und wir hatten hier die Herausforderungen, also eigentlich bei allem, was jetzt kommt. Es gab ein Krankenhaus-Heliport, mit dem man sich abstimmen musste. Es gab einen Forschungsreaktor in Berlin, mit dem man sich, der eigentlich eine absolute No-Fly-Zone ist, mit dem man sich abstimmen musste. Ja, natürlich mit der Stadt und. Also ganz viel Arbeit, die heute. Naturschutz, genau. Naturschutz ist immer noch so ein Punkt, Klammer auf, zu Recht, glaube ich schon, Klammer zu, der uns einfach Bauchschmerzen bereitet, denn ich habe jetzt, das ist der Flatoturm noch, gehört auch zur SPSG und oben mal den Flatoturm. Dahinter sieht man noch schön auch die Gerichtslaube. Ah ja, genau. Das Wappen, Symbol auf der Dachspitze. Ah ja, und als kleine Aufmunterung unser links drei Leute aus Köln mit Drohnen, als Drohnenpiloten, unserer Fahrerin und Holger, der gerade fleißig die sozialen Medien bedient, glaube ich. Ja, das stimmt. So, kleiner Sprung nach Berlin, das Jagdschloss Grunewald. Hatten wir vor dem Schloss gemacht. Hier hatten wir die Besonderheit, es rundum von Naturschutzgebieten umgeben. Wir durften, ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich hier keine Aufnahme aus der Ferne gemacht, um mehr Übersicht zu haben, kann ich euch erklären. Gegenschuss von dem Schloss, von dem Jagdschloss, das Wasser, der Wannsee, ist Naturschutzgebiet. Und wir haben keine Genehmigung von der Naturschutzbehörde bekommen, um dort zu fliegen. In Köln habe ich es auch noch nie probiert, aber hier haben wir explizit eine Absage bekommen, obwohl Holger sich wirklich bemüht hat. So mussten wir halt in dem relativ engen Karree vom Jagdschloss bleiben. Ich denke, die Bilder sind trotzdem gut geworden. Im Übrigen, die vom Jagdschloss sind von Superbass, nicht von mir. Wir haben das alles zusammen gemacht hier in Berlin, Brandenburg, Potsdam. Besonderheit hier war auch, der Schlossherr gewissermaßen hatte uns explizit gebeten, die Dächer zu dokumentieren, um damit die sehen können, ob es Schäden gibt. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Die Bilder stehen auch unter freier Lizenz. Vielleicht für Otto Normalverwender nicht ganz so spannend zu nutzen, aber es ist Dokumentation. Ich mache jetzt einen Sprung nach Weimar, auch 2019. Hatten wir eine Schreibwerkstatt im Stadtschloss, eine Glam-Aktion im Stadtschloss von Weimar. Hier der Turm und eben das Stadtschloss. Hier hatte ich zum Beispiel explizit die Auflage, die Dächer auf gar keinen Fall zu überfliegen. Ich weiß nicht warum, es war uns verboten worden, war auch kein Drama. Ich bin vom Innenhof ausgestiegen und eben hier von außen. Da hatte Holger im Vorfeld auch bei der Stadt Weimar alle notwendigen Genehmigungen eingeholt. Insofern waren wir da auch, oder war ich in dem Falle alleine, super aufgestellt, um möglichst viel rauszuholen, fototechnisch rauszuholen. Das Wetter hat nicht gespielt, wie ihr seht. Das war richtiges Superwetter, ja. Ja, hallo. Genau. Ja. Neues Museum Weimar. Was wir nicht konnten, war das neue Bauhausmuseum. Das ist, das wollte die Architektin ja. Aber das ist eine andere Geschichte. GAU-Forum Weimar, Drohnenangriff durch Tauben. Nee, Angriff haben nicht wirklich, aber es war schon etwas beängstigend, dass so ein Taubenschwarm immer wieder um die Drohne herumflog. Ich bin aber sicher gelandet.
Wir Es auch. ist auch kein Tier zu Schaden gekommen. Das sollte Nein, man vielleicht nein, auch noch nein, bemerken. nein. Also A, verhalte ich mich in dem Fall dann sehr, sehr vorsichtig. Und die haben die Drohne nicht angegriffen, sind nur drumherum geflogen und ich bin dann sehr, sehr langsam gelandet, sodass keiner, wirklich niemand zu Schaden gekommen ist. Habe ich auch noch nicht von gehört, von Greifvögeln mal gehört, aber ich selber habe keine Erfahrung mit Greifvögeln. Auch hier noch Weimar, Gauforum Weimar, einfach als Panorama-Blick. Sprung zurück nach Köln, Baustellendokumentation, unser neues historisches Archiv, Rheinisches Bildarchiv im Bau. Herausforderung war hier weniger die Genehmigung, als vielmehr noch mit unserer Vorgängerdrohne zwischen drei unterschiedlich hohen Kränen, Baukränen zu fliegen. Die Vorgängerdrohne hatte keine Annäherungssensoren, das heißt, ich musste mich da voll auf mein Auge verlassen, dass ich da nicht die Kräne crashe. Den Kränen hätte es mit Sicherheit nicht wehgetan, aber der Drohne hätte es wehgetan. Ja, das war schon spannend, aber wir haben es gut hinbekommen. Nochmal zum Verständnis, also das ist tatsächlich dann auch der Bereich, der mal vor einigen Jahren leider im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund verschwunden ist, nicht? Nicht der Bereich, das Archiv wird an neuer oder wurde an neuer Stelle, es ist praktisch fertiggestellt jetzt, an neuer Stelle aufgebaut. Der Einsturz. Aber es ist sozusagen der Nachfolgebau davon. Das ist der Nachfolgebau, richtig. Wo historisches Archiv und Rheinisches Bildarchiv einziehen werden. Der Bau wurde jetzt übergeben, soweit ich weiß. Muss auch eingerichtet werden. Also ich glaube, in einem Jahr wird er dann für die Öffentlichkeit zu finden sein. Und es steht auch noch ein Flug aus für uns, um den vollständigen Neubau ohne Gerüste zu dokumentieren. Müssen wir irgendwann mal machen. Andere Perspektive. Leverkusener Autobahnbrücke, kennt vielleicht der andere von Staus. Hier wird eine Brücke neu gebaut, weil die alte marode ist. Einfach nur Dokumentation. Kannst du ganz kurz bitte weiter, weil ich sehe noch mal das Archiv gerade. Oder zurück oder weiter? Jetzt haben wir es, super, jetzt habe ich die Brücke. Ach so, alles klar. Also hier war die Brücke, die Neubau, die Brücke im Neubau, so. Und hier ist noch die Brücke ohne Neubau, einfach als Dokumentation aus der Luft. Hier Herausforderung, der Grünstreifen hier unten ist Naturschutzgebiet, darf nicht geflogen werden. Sprung oder Flug in die Eifel, Ruhrstauseen, einfach Panorama. Naturschutzgebiet, auch hier überall, muss man gucken, wo man aufsteigen darf. Hier war es von einem Wohnmobilstellplatz. Kannst du ungefähr sagen, wie hoch man da so ist gerade? Kann ich hier mit Sicherheit nicht mehr sagen, aber ich war mindestens 100 Meter hoch. Für höhere Flüge haben wir auch eine Ausnahmegenehmigung der Bezirksregierung. Wahrscheinlich war ich hier eher 200 Meter hoch. Müsste ich aber nachgucken. Das war sehr beeindruckend. Ja. Sehr beeindruckend. Auch hier Eifel im Prinzip ein Vorläufer, wenn ich das seenmäßig betrachte. Genau genommen seht ihr hier die NSV. Ordensburg Vogelsang, kennt der eine oder andere vielleicht. Ein Relikt aus der Nazizeit, mittlerweile umgebaut zum Vogelsang internationaler Punkt und frei begehbar. Drohnengenehmigung lag natürlich vom Betreiber hier auch vor. Auch hier Dokumentation des Geländes, Dokumentation der belgischen Kaserne, die damals Truppenübungsplatz hier hatte, soll abgerissen werden, habe ich gelesen. Hier im Vordergrund Vogelsang, im Hintergrund sieht man den leeren Urftstausee leer, weil er ausgelaufen ist. Aus Wartungsgründen wurde der See geleert. Eine Aufnahme, die man wahrscheinlich nur alle 20 Jahre oder so hinbekommt in der Form. Ansonsten steht das gesamte Tal unter Wasser. Hier sieht man nur noch einen Rinnsal. Herausforderung hier auch, das ist der Gegenschuss. Ich befinde mich hier knapp an der Grenze vom Vogelsang. Rundherum ist Naturschutzgebiet, Nationalpark genau genommen, absolutes No-Go. Also hier habe ich die Grenze praktisch erreicht, ausgereizt. Im Gegenlicht leider, aber gut. Ja, Wikicon Wuppertal,
kleines Making-of vom Gruppenfoto. Kannst du kurz noch sagen, vielleicht, was die Wikicon ist? Ah ja, natürlich. Die Wikicon ist die im Prinzip jährliche Veranstaltung, ein Treffen, Konferenz der Wikipedianerinnen und Wikipedianer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo man sich in unterschiedlichen Städten in den drei Ländern trifft, um zu reden, zu konferieren, um sich auszutauschen, zu lernen. Das war die Wikicon 2019 in Wuppertal. Dieses Jahr ist sie leider ausgefallen. Nächstes Jahr abwarten. Ja, Indemann, Tagebau Inden im Hintergrund. So kleiner Sprung ins Ausland, Rumänien. Also wir nehmen die Drohne auch schon mal immer untereinander in der Absprache mit dem Urlaub. Robert hatte sie ein paar Mal mit nach Irland. Die Drohne macht Urlaub? Die Drohne macht Urlaub, ja. Superbass hatte sie öfter mal mit nach Irland zum Beispiel. Und ich habe jetzt aber hier nur Fotos von mir drin, fast nur von mir drin. Das war ein Rumänien-Urlaub, ein altes römisches Kastell, so ähnlich wie das ABX in Franken. Gibt den Namen jetzt nicht zusammen, steht aber in der Bildbeschreibung. Auch hier mit Genehmigung. Also einfach so fliegen tun wir eigentlich fast nie, außer auf freiem Feld, sag ich mal. Ausgrabungen, man sieht hier so noch ein paar Ausgräber, Archäologen, die sind extra zur Seite gegangen für Dokumentation. Eine Bergkirche in Rumänien. Und Sprung nach Frankreich. Ein altes Kloster oder Klosterkirche. Sind wir mal am 1. Januar vor ein paar Jahren hingegangen, haben gefragt, ob wir fliegen dürfen. Ja, ja, macht mal. Haben wir dann auch gemacht. Mittlerweile muss man in Frankreich auch einen Drohnenführerschein haben, Kenntnisnachweis. Braucht mir da noch nicht. Ich habe den jetzt für Frankreich schon gemacht. Steht für Deutschland auch an den Kürze. Genau genommen zum 31.12. diesen Jahres. Kleine Kirche mit Friedhof in der Provence. Auch hier Dokumentation, Kirche, Friedhof, Landschaft vor allem dann. Und in der Normandie alte Burg, Burgruine. Man sieht im Winter Raureif. Normandie, eine Brücke im Morgennebel. Und auch hier Normandie, ein Ölhafen, genau genommen, im Hintergrund sieht man einen Ölhafen, der zu Le Havre gehört. Aber wo wir geflogen sind, war, also der Ölhafen war, glaube ich, gesperrt, aber hier am Ufer, am Strand durften. Ja, Impressionen aus der Grenzregion Frankreich-Belgien. Ich bin wieder in Köln, jetzt mache ich einen kleinen Switch, weil man kann mit der Drohne auch wunderbar, was man hier sieht, wer es kennt, weiß, es ist ein Kugelpanorama in der komischen Ansicht. Aber ich habe da was vorbereitet. Ich mache es zurück. Man kann mit der Drohne oder die Drohne macht automatisch, wenn man es möchte, 360-Grad-Panoramen. Der Himmel wird etwas hinzugerechnet, sage ich mal. Ansonsten über 26 hochauflösende Aufnahmen kann man wunderbar sich Köln aus der Luft anschauen. Hier relativ weit vom Stadtzentrum entfernt, aber auch mit Genehmigung geflogen. Mediapark zum Beispiel. Die Bahnstrecke rund um Köln und. Aachener Weiher, also wer es genauer wissen will und sich auskennt, am Aachener Weiher sind wir. Und als letztes Foto dann auch der Panoramablick ins Rheinenergiestadion. Kölns vom die Fans vom FC werden sich vielleicht freuen. Noch sehe ich es nicht. Ich sehe noch die Bilder von oben, von den Bayerngleisen. Warte ich eben. Jetzt. Okay. Nee, noch nicht. Du machst es spannend, ich merke schon. Aber das Köln-Panorama hast du gesehen. Genau, so jetzt sehe ich was vom 1. FC Köln. Jetzt sehe ich Tribünen von innen. Genau. Bewege ich mich mal langsam. Ah ja, jetzt ist es so, jetzt sehe ich auch den Rasen. Ja.
Genau. Ja, das ist auch schon das letzte Foto. Also ich habe, ich weiß nicht, wie viele 100 Fotos ich bzw. wir vom Kölner Drohnenteam gemacht haben in den letzten Jahren. Aber das war nur eine kleine Auswahl, die Appetit machen soll vielleicht auch, die Interesse wecken soll, die zeigt, was wir in Köln machen. Nicht nur wir in Köln, auch Stuttgart hat zum Beispiel eine Drohne. Und ja, das wäre so ein kleiner Parcoursritt durch die Ergebnisse der letzten Jahre, Ausschnitte. Ja, wunderbar, vielen Dank. Das waren beeindruckende Bilder, vielen Dank. Ja, gerne. Und das waren wirklich auch tolle Hinweise und Inputs. Also wer mehr darüber wissen möchte, findet auf alle Fälle im Netz was dazu. Wir beide, vor allen Dingen du, wirst gleich auch nochmal für so eine kleine Q&A zur Verfügung stehen, eine kleine Runde. Und erstmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns da mitgenommen hast, zu Wandel, zu Wasser in der Luft. Das war wirklich toll. Und vor allen Dingen auch noch ein ganz großes Dankeschön dafür, dass du und vor allen Dingen auch ihr rund um das Lokal K und all die vielen anderen da draußen euch so toll auch für die Wikimedia-Projekte einsetzt und euch da ehrenamtlich engagiert. Das ist nicht selbstverständlich und das kann man nicht hoch genug einschätzen und wertschätzen. Insofern vielen Dank dafür, dass ihr euch tagtäglich bemüht, wirklich das Wissen der Welt für alle Menschen nutzbar zu machen, zu mehren und vor allen Dingen auch frei zugänglich. Das ist wirklich super. Insofern, gerade auch in der heutigen Zeit, herzliche Grüße nach Köln. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Alles Gute für das Jahr 2021 natürlich. Auch euch allen, die ihr das jetzt wunderbar gesehen haben. Und für 2021, ich weiß nicht, was wünscht man sich als Drohnenpilot? Immer genug Luft unterm Kopter oder was, keine Ahnung. Also auf das nichts passiert, ähnlich wie es jetzt gerade in Berlin mit der Gedächtniskirche passiert ist, das wollen wir natürlich nicht. Insofern passt da gut auf euch und auf die Technik auf und ich freue mich auf viele tolle weitere Bilder. Ja, danke Holger, danke auch für die Unterstützung, die du persönlich uns immer gibst bei den Veranstaltungen, aber eben auch Wikimedia Deutschland durch die Finanzierung der Technik. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr auch noch tolle Sachen machen können. Ich hoffe vor allen Dingen darauf, dass wir alle die Corona-Pandemie gut überstehen, heil überstehen, dass wir dann auch vielleicht nächstes Jahr, wenn, naja, weiß ja nicht, wann die Impfungen durch sind für uns alle, wahrscheinlich nicht so früh im Jahr, eher Herbst, dass wir dann vielleicht auch mal wieder kleinere Veranstaltungen gemeinsam machen können vor Ort, weil das hat mir dieses Jahr doch sehr gefehlt. Insofern, ja, immer Luft unterm Flügel, aber auch mal wieder andere Orte sehen. Egal ob privat oder in Rahmenveranstaltungen. Das kann ich nur unterstützen, darauf freue ich mich auch schon jetzt. Genau. Wunderbar, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt stehen wir gerne zur Verfügung, wenn noch Fragen sind. Alles klar. Jetzt sind wir live beim Q&A zur letzten Session bei Wikipacker. Schön, dass ihr beide da seid, Holger, Raimund, und schönen Dank, dass ihr uns diesen tollen Talk ins Programm gegeben habt und darüber gesprochen habt. Ich finde es toll, dass ihr quasi so eine Art Partnerschaft hier verdeutlicht, einerseits die Szene, die fotografiert und die sozusagen die Inhalte liefern möchte und andererseits halt Wikimedia als die Gesellschaft, die das dann auch wieder an alle rausbringt. Wie seid ihr da zusammengekommen eigentlich? Raimund, magst vielleicht du? Raimund, genau, wie bist du dazu gekommen? Naja, zum einen durch die Drohne wurde von uns in Köln einfach mal beantragt bei Wikimedia Deutschland. Das heißt, sie steht uns in Köln zur Verfügung und dann kam automatisch auch, da ich auch selber und andere bei uns hier im Glam-Bereich aktiv sind, also die Zusammenarbeit mit Museen, Archiven und so weiter, kam dann halt auch, was kann man auf den Glam-Veranstaltungen machen? Und dann kam Holger auf mich zu. Das war dann eigentlich Symbiose. Aber da hast du, wenn du dir, also was du alles schon sagst, Glam, also das ist ja, was ist das, Galleries, Libraries, ergänzt es mal eben? Galleries, Libraries, Archives, Museums. Genau, also du scheinst dich ja schon sehr gut auszukennen in diesem Bereich. Das geht ja nicht jedem so, ne? Also Holger, wie erreicht ihr sozusagen Leute, die sagen, irgendwie, wie kann ich eigentlich mitmachen?
Ja, mitmachen ist eigentlich relativ einfach, weil das ist das klassische Wikipedia-Prinzip. Sei mutig, mach mit, jeder kann sich beteiligen. Das kann entweder sein, dass man einen Artikel verbessert in der Wikipedia, was man gesehen hat, irgendwas ergänzt, oder natürlich auch draußen rumläuft. Und das meine ich ganz positiv. In der heutigen Zeit vielleicht etwas schwieriger, aber andererseits ist es nach wie vor ja noch möglich, an der frischen Luft ein bisschen draußen Fotos zu machen und die dann halt eben in Wikimedia Commons einzustellen, was korrespondierend mit der Wikipedia ist und damit wunderbare Artikelergänzungen wirklich bildhaft im wahrsten Sinne des Wortes herbeizuführen. Und das kann wirklich jeder machen, mit einem Smartphone, mit einer Kamera, das ist ganz niederschwellig. Ich sage noch mal kurz ins Publikum, ihr könnt uns jetzt hier noch Fragen stellen im IRC und per Twitter Mastodon, da gucke ich jetzt rein. Wir haben schon eine bekommen, Moment, das muss ich eben finden. Eben ging es, glaube ich, auch um Urlaub. Müsst ihr im Urlaub auch die örtliche Rechtslage recherchieren und vorher Erlaubnis einholen? Ist da eine Frage, Raimund? Ja, natürlich. Müssen wir, jeder Drohnenpilot ist für sich selber verantwortlich, dass er in den Urlaubsländern auch die Rechtslage beachtet. In Frankreich habe ich jetzt in diesem Jahr zum Beispiel noch schnell festgestellt, ach, ich brauche doch einen Drohnenführerschein. Zum Glück konnte man den in Frankreich oder für Frankreich online machen und sogar auf englischer Sprache. Da ist jeder für verantwortlich und das beachte ich natürlich auch, insbesondere da wir, sag mal, eine gewisse Vorbildfunktion mit unseren öffentlichen Bildern haben. Kann ich gleich nochmal anschließen. Da wurde Torti fragt jetzt gerade bei uns, was sollte man alles haben? Versicherung ist klar, sagt er. Reicht da der kleine Drohnenführerschein nach § 21e oder braucht man den großen nach 21d? Also, es ändert sich gerade, genau genommen ändert sich ab morgen die Rechtslage für Deutschland, eigentlich für die EU. Bisher brauchte man für kleinere Drohnen, auch DJI, wie wir sie haben, nicht zwingend einen Drohnenführerschein. Natürlich habe ich den gemacht, für Frankreich auch, und ab morgen ändert sich das. Da muss man auf jeden Fall einen Drohnenführerschein nach EU, aber frag mich jetzt bitte nicht, nach welchen Paragraphen machen wir. Alles ganz, nicht ganz frisch, aber ändert sich halt ab morgen. Anschlussfrage, welche Tipps könnt ihr denn geben, um an diese Genehmigung ranzukommen? Offen sein, was man machen möchte, erzählen. Ansonsten sagen, dass man für Wikipedia macht. Für mich ist es nur, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, ich sage immer, ich mache keinen Flugzirkus. Ich steige auf, ich fliege. Ich fliege jetzt nicht in 5 Meter Höhe über die Menschenmengen, was eh verboten ist. So, ich fliege nicht durch die Fußgängerzone und erschrecke die Leute. Ich mache keine Rennen, weil ich persönlich mache halt dokumentarische Fotos, vielleicht kleine Videos. Und das genauso beschreibe ich das auch. Und bis jetzt habe ich eigentlich jede Genehmigung bekommen, die ich brauchte. Und ich sage denen dann auch, Leute, die Bilder stehen unter freier Lizenz, können natürlich auch von euch, also von den, sei es nun von der Stadt, Kommune oder anderen Eigentümern verwendet werden. Also ganz wichtig auch nochmal, sich wirklich an die Regeln halten, und unsere Erfahrung ist tatsächlich auch, man steigt auch so ein bisschen immer weiter tiefer ein. Also da kommen auch manchmal die Genehmigungen etwas, ich sage jetzt nicht einfacher, aber vielleicht zügiger. Das ist auch durchaus eine Sache, also durchaus auch viel Zeit einkalkulieren, langen Atem haben. Manchmal dauert das tatsächlich auch ein bisschen. Also wir reden dann auch wirklich von Wochen oder Monaten, bis Genehmigungen manchmal dann auch erst da sind. Aber wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass man sich im Laufe der Zeit ein Stück weit eine Reputation erarbeitet, die dann auch wieder hilfreich ist bei manchen Genehmigungen. Und natürlich ganz wichtig, sowas wie eben nicht über Menschenmengen zu fliegen, nicht über bestimmte Bundesstraßen und solche Sachen, das ist alles ja nicht erlaubt. Und natürlich auch Sicherheitsaspekte. Also wir hatten das häufig auch mal, wenn man zum Beispiel um ein Gebäude fliegt. Ich meine, ihr habt das ja mitbekommen, in Berlin steigt man ja gerne auch mal irgendwann nachts in ein Museum ein. Also solche Sachen haben natürlich auch sicherheitsrelevante Aspekte. Also solche Sachen muss man natürlich auch beachten. Und dann klappt das eigentlich auch, wenn man wirklich offen und ehrlich von Anfang an mit der ganzen Sache umgeht. Holger, ist der Eindruck, dass sozusagen auch Wikipedia da als Name inzwischen so als Türöffner auch funktioniert, weil es bekannt ist und klar ist, dass hat Hand und Fuß, oder ist es immer noch so eine, keine Ahnung, ihr seid Leute aus dem Internet, was wollt ihr? Wie ist da die Reaktion? Also es ist tatsächlich inzwischen einfacher geworden, beziehungsweise man merkt halt auch mit,
teilen. Also ihr habt ja jetzt auch wirklich wunderbare Sachen gesehen, die produziert worden sind im Laufe der letzten Jahre. Und je mehr man halt auch solche Sachen als Belege bringen kann und auch wirklich damit zeigen kann, dass das alles auch wirklich eine gute Idee ist und das wirklich auch offen für alle zur Verfügung steht, desto mehr hat man natürlich auch das Problem nicht, dass man das erklären muss, warum man das tun möchte. Und ja, ein gewisser Bekanntheitsgrad ist inzwischen da, aber es ist teilweise wirklich unterschiedlich. Wir haben manchmal auch wirklich noch sehr, sehr lange Hintergrundgespräche, um einfach Menschen zu erklären, was wir eigentlich wollen und was wir genau tun. Aber alles in allem muss man sagen, es ist etwas einfacher geworden, ja. Dann kann ich vielleicht nochmal anschließen, wie supportet ihr denn die Leute, die sagen, ich würde gerne halt diese Fotos machen für Wikimedia Commons, Wikimedia Deutschland, wie könnt ihr mir helfen? Also ganz wichtig ist erstmal, dass ihr euch einfach bei uns meldet. Ihr könnt zum Beispiel schreiben an community@wikimedia.de. Da landet ihr bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Ideenförderung. Das ist so die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, dass ihr Unterstützung haben wollt. Und dann können wir euch tatsächlich dabei unterstützen, dass wir euch leihweise technische Sachen zur Verfügung stellen können. Wir können natürlich uns auch bemühen, Genehmigungen einzuholen. Wir können auch Bescheinigungen ausstellen. Also solche Sachen sind möglich. Das findet ihr auch in der Wikipedia unter der Förderung. Da gibt es ein eigenes Portal dazu. Da kann man das auch angucken. Links können wir gerne nachher nochmal teilen am Schluss. Und wie gesagt, gebt uns aber auch ein bisschen Zeit, um gemeinsam mit euch dann auch die Sachen anzuschieben. Aber wir freuen uns da immer drauf. Und natürlich, es muss klar sein, dass dann auch am Schluss freies Wissen entstehen soll. Also das Ganze auch unter den entsprechenden Lizenzen dann auch veröffentlicht wird. Wir haben noch eine Frage von Kolesch. Er schreibt oder sie, ich bin aus Weimar. Wo kann ich mich lokal hinwenden, wenn ich bei sowas mitmachen mag? So ganz generell, ihr müsst jetzt nicht für Weimar antworten, aber das gibt ja verschiedene Leute, die in verschiedenen Städten aktiv sind, denke ich mal, ne? Das ist lustig, wir waren ja zusammen in Weimar, auch im Rahmen des Bauhausjubiläums. Ja, es ist halt gerade in Thüringen noch nicht so ganz so einfach, weil einfach die Infrastruktur von Stammtischen oder so weiter da noch nicht so etabliert ist. Aber es gibt tatsächlich sowas wie, das ist vielleicht so was Urdeutsches, Stammtische. Also man kann sich über Stammtische durchhangeln deutschlandweit oder sonst eben auch einfach mal eine E-Mail an uns schreiben. Das geht eigentlich auch immer sehr gut und dann kriegt man eigentlich auch relativ gut und schnell Kontakt. Und der Vorteil ist, übers Netz findet man ja auch durchaus, man muss ja nicht gleich irgendwo nebenan wohnen, sondern man kann sich auch erstmal übers Netz irgendwo austauschen. Aber umso schöner natürlich, wenn pandemiemäßig es irgendwann besser funktioniert, dann auch mal wieder zusammen solche Sachen zu machen vor Ort, ist natürlich immer noch am schönsten. Also sonst hätte ich natürlich gesagt, Köln wäre ideal, geht da mal irgendwann da vorbei. Aber gut, das ist natürlich von Weimar aus ein bisschen schwieriger. Ja, für Weimar weiß ich leider auch nichts. Ich bin halt in Köln. Wir haben in Köln das Lokal K. Es gibt noch weitere Stützpunkte in Deutschland. Hamburg, München, Stuttgart, Hannover, Berlin. Aber natürlich jetzt während der Pandemie auch alles geschlossen. Stammtische gibt es auch noch viel mehr. Kann man sich auch hinwenden. Aber wie gesagt, alles erst wahrscheinlich Mitte des mehr oder weniger erstes, zweites, drittes Quartal, ich weiß es nicht. Ja. Aber wo ihr gerade sagt, Corona, Pandemie und so weiter, was hat es für diese Aufgabe so ein bisschen verändert? Ist alles flach gefallen oder hattet ihr sozusagen hier und da sogar eine bessere Möglichkeit, was zu machen, weil irgendwas vielleicht geschlossen war und sich dadurch das geeignet hat für eine Fotografie? Naja, so natürlich ist einiges flach gefallen an Veranstaltungen und sowas wie Weimar, Potsdam, Zankten, was ihr in den Bildern gesehen habt, vorletztes Jahr, hat dies ja alles nicht stattgefunden. Trotzdem waren für Köln Sachen möglich, Freigaben in großen Höhen. Wenn nicht viele Flieger unterwegs sind, kriegt man die von der deutschen Flugsicherung halt schneller. Wenn die Städte nicht belebt sind, ist die Stadt Köln auch schneller bereit, Fluggenehmigung auszustellen in der Innenstadt, kriege ich nicht am 4. Adventssamstag zum Beispiel. Da ist Tabu, sagt mehr oder weniger. Insofern sind auch Chancen da gewesen. Auch ich sage es auch mal zur Dokumentation, wie sieht eine Stadt, eine Großstadt in Pandemiezeiten aus? Auch das festzuhalten halte ich für wichtig. Ob nun Drohne oder normal mit Fotos. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir teilweise auch, wenn wir mit Verantwortlichen gesprochen haben,
die wirklich dann erstmal auf die Idee gebracht worden sind, ach ja, stimmt, ihr habt recht, klar, man muss das ja irgendwo dokumentieren. Wie sieht denn so ein Lockdown eigentlich aus? Und da kann ich auch nur wirklich alle draußen ermuntern, guckt euch das wirklich auch an, wenn ihr es in eurem Rahmen machen könnt. Und wenn es ganz banal ist, ein Foto von irgendeinem Schild zum Beispiel, Maske tragen. Ich meine, das sind alles Dokumente, die man in 10 Jahren, ja, keine Ahnung, ob es dann Alltag ist oder man sagt, ach, damals war es, aber das ist natürlich eine Art und Weise der Dokumentation, die wichtig ist. Und dafür ist ja eben auch sind die Wikimedia-Projekte ja auch gut geeignet. Ich weiß zum Beispiel, das Kölnische Stadtmuseum sucht jetzt schon aktiv nach Belegen, nach, sei es nun, vielleicht nicht getragene Masken, aber auch nach Fotos und anderen Gegenständen, die pandemiebezogen sind, weil in 10, 20, 50 Jahren sind es begehrte Ausstellungsobjekte. Ihr habt natürlich recht, irgendwie habe ich hauptsächlich dran gedacht, da steht so eine Burg, die steht da seit 400 Jahren oder so, und dann reicht ein Foto im Sinne von, oder eins im Sommer, eins im Winter, weil es so ein bisschen egal ist, wann habe ich die genau fotografiert, aber ich hatte tatsächlich gar nicht dran gedacht, na klar, Wikimedia Commons hat auch einen Platz für Zeitdokumentation. Voll richtig. Ja. Nochmal kurz in die Vollen sozusagen, eine Anschlussfrage zu diesen Tipps mit den Genehmigungen und den Fotos, wie das mit den Kosten da aussieht. Also was kostet das Geld und wenn ja, in welcher Höhe? Naja, die Anschaffung der Drohne kann man sich im Internet angucken, was die kostet. Also ist jetzt für den Fördertopf des Vereins nicht so gigantisch groß. Haftpflichtversicherung kommt dazu. Das war es im Endeffekt eigentlich auch schon an Kosten, vielleicht noch Sondergenehmigungen, was da Gebühren anfallen. Ja, vielleicht Reisekosten, wenn man sie abrechnen möchte, aber sonst hält es sich eigentlich in Grenzen. Das heißt, genau, also das vielleicht nochmal als Hinweis, also ihr könnt halt dann tatsächlich euch an uns wenden und dann eben Förderung beantragen. Es gibt dann also wirklich einen Förderplan. Und der wird dann natürlich entsprechend nach den Förderrichtlinien auch gecheckt. Aber dann, wenn das alles positiv durchlaufen ist, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, über uns zum Beispiel, wie es eben schon kam, sowas wie Reisekosten irgendwie euch auch erstatten zu lassen. Oder eben auch, wir übernehmen dann auch Kosten für Genehmigungen zum Beispiel. Also wir hatten im Rahmen eines Drohnenprojekts dann tatsächlich solche Sachen, dass dann Drohnenpiloten einzeln tatsächlich antragsmäßig bezahlt werden mussten. Da mussten wir sozusagen Piloten nachlösen. Das gibt's alles. Aber das machen wir auch dann irgendwie auch alles, wenn es irgendwie im Rahmen der Förderung dann auch genehmigt worden ist. Also das ist ja dann auch unser Job, dafür sind wir ja auch da und das machen wir auch gerne, um euch da zu helfen. Aber ich höre jetzt raus, dass diese Kosten für irgendwelche Genehmigungen nicht so das Entscheidende sind insgesamt bei der Arbeit, ne? Nee, also ich kann jetzt für Köln sagen, dass die Standardgenehmigungen, die ich hier vom Ordnungsamt kriege, ist gebührenfrei. Von der Bezirksregierung haben wir also mehrere Drohnenpiloten in Köln, eine Ausnahmegenehmigung, die war, lass mich nicht lügen, knapp 300 im Jahr. Das Geld, privat ist es viel Geld für den Verein. Ich denke, Spendengelder sind gut angelegte Spendengelder. Und ganz wichtig ist natürlich die Zeit, die man selber mit reinbringt. Ne? Das ist das Teuerste überhaupt. Das kann man sowieso nicht in Gold aufwiegen. Insofern kann ich immer nur den Hut ziehen vor diesem unglaublichen Enthusiasmus und dem Engagement, weil das ist unbezahlbar. Und das ist ja auch das Fund, mit dem alle irgendwo in den Wikimedia-Projekten wuchern. Genau, das wäre vielleicht jetzt genau der Zeitpunkt, nochmal den Aufruf zu starten. Wir haben zwischendurch so ein bisschen gelabert während eures Talks, dass natürlich jeder und jede hier mitmachen kann. Das wäre vielleicht nochmal, Holger, der Moment, wo du das pitchen kannst, zum Abschluss der Q&A-Session. Ja, du hast ja selber gesagt, du hast eine Festplatte, wo auch das ein oder andere Bildchen drauf ist. Insofern, Wikimedia Commons lebt von Bildern. Insofern guckt natürlich gerne mal auf eure heimischen Festplatten, da es jetzt aktuell vielleicht nicht ganz so einfach ist, neue Bilder draußen zu machen oder auch drinnen. Guckt mal, was ihr vielleicht selber auch habt. Wichtig natürlich, guckt auf, ist das lizenzkonform? Habt ihr auch die ganzen vollumfänglichen Rechte, diese Bilder zu nutzen? Denkt an sowas wie Persönlichkeitsrechte natürlich. Aber wenn ihr das alles positiv für euch ein Häkchen dran machen können, freuen wir uns natürlich über eine Beteiligung auf Wikimedia Commons, weil letztendlich profitieren wir alle davon und da kann ich nur alle animieren, sich da zu beteiligen. Ja, Raimund, du empfiehlst das sicher auch als Beschäftigung, oder? Das macht dich sicher auch glücklich, das zu tun. Definitiv. Also egal ob Drohnenfotos, normale Fotos oder Artikelbearbeitung, klar, ist mein Hobby, mir macht Spaß und
kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und sagen wir so, wer manchmal glaubt, meint in Artikelarbeit nicht sein Glück zu finden, weil die Relevanzkriterien vielleicht manchmal etwas komisch sind. Als Fotograf muss jetzt ja nicht die super Spiegelreflexausrüstung sein. Normale Kameraprints auch, der kann auch zu Wikimedia Commons beitragen oder Wikidata, Daten pflegen. Da gibt es genug zu tun für das freie Wissen. Manchmal vielleicht auch als Hinweis, liegt das Gute auch so nah bei euch zu Hause? Also gerade wenn ich an Raimund denke, wer seine Bilder kennt, er zerlegt auch gerne mal alte Technik. Ich finde es immer wieder faszinierend, vor allen Dingen ein bisschen frustrierend ist es manchmal, wenn es Sachen sind, wo man sagt, ach super, habe ich selber gehabt, wenn man dann das eigene Mobiltelefon dann fast museumsreif findet. Aber auch da, guckt mal in eure Schränke, was habt ihr noch für Schätzchen da stehen, baut sie auseinander, fotografiert sie in den Einzelteilen. Das macht er seit wirklich Jahren akribisch und damit schafft er natürlich auch dokumentarische Werte, die eben auch bleiben. Also insofern auch da ganz einfach, man kann einfach zu Hause mal in den Schrank gucken und überlegen, was kann ich da beitragen. Ich danke euch beiden, Holger, Raimund, für die tolle Session, das Q&A und den Aufruf am Ende, die ganzen Wikimedia, Wikidata und Wikipedia-Aufrufe sind natürlich hier im Wikipacker-Kanal bestens aufgehoben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.